Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einem Let's Read. Kurz vorneweg gesagt, ich werde über das ganze Wochenende nicht da sein, bis Montag. Montag komme ich wieder zurück, aber auch erst spät abends. Und das heißt, dass die nächsten Parts erst wieder am Dienstag kommen werden. Und somit auch der dritte Band der Zwergentrilogie. Und wir müssen ein bisschen warten. Nee. Tja, das war alles, wie gesagt. Ich bin einfach bis Dienstag nicht da und... Ja, wir sehen Dienstag weiter. So, Zwerge Band 2. Zwerge, das verlorene Volk von Tamriel Band 2. Waffen, Rüstungen und Maschinen von Kalzimo, Gelehrter von Makav. Das heißt, es ist nicht so wie bei den Dreamern, sondern hier geht es wirklich in jedem Band um was anderes, der Zwerge. Das finde ich schon viel cooler. Bei unseren früheren Betrachtungen zu den Zwergen, oder Dwemern in der korrekteren wissenschaftlichen Terminologie, haben wir uns mit der Besonderheiten der Zwergenarchitektur und Metallverarbeitung befasst. In diesen weiteren Betrachtungen zu Tamriels verlorenen Volks untersuchen wir die Art und Weise, wie die Zwerge Krieg führten und Unbefugte fernhielten. Anders als viele andere Kulturen, die heute noch existieren, bauten und verließen sich die Zwerge bei den unterschiedlichsten kriegerischen Aufgaben auf immer kompliziertere Maschinen. Waffen und Rüstungen, die alleine dazu gefertigt wurden, von Zwergenkriegern benutzt zu werden, weisen deutlich weniger Fortschritte auf, die über die Grundentwürfe hinausgehen. Beginnen wir mit der Analyse dieser elementaren Waffen und Rüstungen. Jeder, der einmal eine Zwergenaxt in der Hand gehalten oder einen Zwergenhelm getragen hat, kann die uralte, immer währende Qualität der Handwerkskunst der Zwerge bestätigen. Die Waffen weichen nicht allzu stark von ihren Grundfunktionen ab. Zwergenschwerter durchdringen leicht Rüstungen mit unglaublicher Effektivität, was vor allem an der bemerkenswerten Schärfe des gehärteten Zwergenmetalls und in weiteren geringeren Maßen an ihren einfachen zweischneidigen Ausführungen liegt. Man kann einen scharfen, geradliegenden Zwergendolch mit einer geschwungenen Elfenklinge vergleichen. Kommt man schnell zu dem Schluss, dass die Waffenschmiede der Zwerge sich zunächst fast ausschließlich auf die Fertigung qualitativ hochwertiger Materialien verließen und dass für die Form dieser Materialien nur die Art und Weise maßgeblich war, wie die Waffe jemanden töten sollte. Für eine Kultur, die fast nur unterirdisch baute, ist es nicht überraschend, dass Zwergenrüstungen so gefertigt wurden, dass sie unglaublich heftige Stöße aushalten können. Widerlegt die Tatsache, dass sie auch nicht von Pfeilen oder kleinen Klingen durchdringen werden können, eher Zeugnis von einer überlegenen Metallkunde der Zwerge ab, als von ihrer überlegenen Rüstungsschmiedekunst. Aber es wäre falsch daraus zu schließen, dass Zwergenschmieden die Fertigung ihrer Waffen und Rüstungen nicht sehr ernst genommen hätten. Jedes für Waffengänge geschmiedete Stück, das ich je gesehen habe, zeigt einen ebenso bemerkenswerten Reichtum an unnötigen Details ein und an eine Personalisierung, wie er auch heute bei den passioniertesten Schmieden zu sehen ist. Ein Zwergenschmied entstammte wahrscheinlich einer langen Linie von Schmieden, die sich beispielsweise dadurch von einem anderen unterschieden konnten, wie sich der Griff eines Streitkolbens anfühlte oder in der Ausführung der Spitzen einzelner Pfeile. Allerdings ist das aufgrund des Mangels an kulturellen Artefakten außer Waffen oder Rüstungen reine Spekulation. Die letzte, aber wahrscheinlich wichtigste Betrachtung in diesem Band gilt der Existenz der Zwergenmaschinen. Zwerge haben in sehr großem Ausmaße tausenden mechanischen Apparaten unterschiedliche Komplexität entworfen und angefertigt. Der einfachste von ihnen ist das Standard Arachniden-Modell, das verwendet wurde, um Unbefugte fernzuhalten. Bislang wissen wir nicht, wie die Zwerge diese bemerkenswerten intelligenten Maschinen Leben eingehaucht haben, aber ich habe beobachtet, wie einen hochtrainierten Dieb mehrere Stunden lang heimlich verfolgte, um ihn dann anzugreifen, als er sich an dem Schloss zu einem Raum oder einem Schatz zu schaffen machte. Ich gebe zu, dass ich weitere Details von dem Punkt an vergessen habe, an dem sie begann, Blitze auf ihn zu spucken. Zwergische Militärmaschinen reichen zudem von dem Sphärenkrieger in menschlicher Größe, der in Form einer harmlosen Kugel durch das Innere von Ruinen patrouilliert, um sich dann in einer voll bewaffneten und gerüsteten Maschinenkrieger zu verwandeln, bis hin zu dem mit gutem Grund gefürchteten Centurio, dessen Höhe das Doppelte bis mehrmals Hundertfache der menschlichen Größe beträgt. Je nachdem, welchen Berichten man Glauben schenken will. Ja, wir haben ja schon selbst gegen Centurios gekämpft und ich würde wirklich, also wenn ich das mal richtig in Erinnerung habe, ja, doppelt so groß war der bestimmt. Doppelt so groß bestimmt, aber hundertfach so groß, nee, nie im Leben. Den würdest du ja auch auf 3 Kilometer Entfernung sehen. Also, und der würde auch, glaube ich, nicht unten in eine Höhle passen. Aber gut, ich finde das sehr gut, dass, wie gesagt, hier mal die Bände über andere Dinge reden, nicht so wie bei den Dreamern, da ging es immer nur um die Architektur. Hier geht es in jedem Band um was anderes und das freut mich. Ich hoffe euch auch und wir sehen uns dann Dienstag erst mit Band 3. Seht es als kleinen Cliffhanger, obwohl es ja auch keiner ist, aber seht es einfach so, okay?
Wir sehen uns hoffentlich dann am Dienstag wieder. Würde mich sehr freuen. Und ich sage bis dahin. Warte, so, jetzt. Tschüss.